Köpfieberthermometer zeigt fast 40 Grad und obwohl die Spieler dick eingepackt sind, auch sie spüren das Köpfieber. In der Fußball Arena ist es immer heiß, wenn wir spielen mit unserem Publikum und unseren Fans. Eines unserer grossen Ziele ist natürlich der Einzug in den Köp-Halbfinale und darum ist Fieber auf den Köp sicher sehr, sehr gross. Sicher sind wir heiß auf den Match. Köp ist immer etwas Spezielles. Der FCL ist noch immer im Köpfieber, dank dem Goal von Dimitar Rangelov im Achtelfinale daheim gegen Sion. Jetzt heisst der Gegner Lausanne und in diesem Stil soll es weitergehen. Das ist jetzt bis Ende Vorrunde der wichtigste Match für uns gegen Lausanne. Und wenn wir gewinnen, wir sind im Halbfinale. Umso schöner, dass wir jetzt unter der Woche daheim spielen können und hoffen, dass wir wirklich im Köp erfolgreich sein können und in die Halbfinale einziehen. Es ist schön, wenn man immer eine Runde weiterkommt und man merkt auch, die Leute hier in Luzern sind heiß auf den Cup. Bis zum ganz grossen Fieber fehlen noch zwei Siege, dann ist der FCL wieder im Cup-Final. Es werden vierte in nicht einmal 10 Jahren.